Kale, kale, kaleshwaraya, Shiva, Shiva, sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Vitala Salaho Swami
satsangatve nisangatvam nisangatve nirmohatvam nirmohatve nischalatatvam nirmohatve nischalatatvam nischala tatva jivan mukti nischala tatva jivan mukti Namaskaram. Namaskaram an alle. Nun, langsam kommen mehr und mehr Fakten über die Resilienz des Virus durch. Jetzt sagen sie, dass es nicht nur unbedingt wegen körperlicher Nähe von einer Person zur anderen springt. Es kann durch die Klimaanlagen geschehen. Also Flugreisen und in gewissem Umfang auch Bahnreisen werden eine Herausforderung darstellen, denn ohne Klimaanlage kann man diese Transporte nicht durchführen. Krankenhäuser, die klimatisiert sind, könnten das Virus sehr effizient an alle verteilen. Nun, nichts ist wirklich bestätigt, aber nichts ist einem Stadium, in dem wir es verneinen können. Herausfordernde Zeitung, ganz sicher. Die Wirtschaft in der ganzen Welt sieht an vielen Orten recht düster aus. Wenn wir zumindest Mitte Mai oder im Juni vielleicht in 6 bis 9 Monaten wird die Wirtschaftstätigkeit wieder ansetzen, werden wir wohl weiter tuckern, wohl nicht auf dem Niveau des wirtschaftlichen Wohlergehens, das wir kannten, aber recht gut. Aber wenn es viel mehr Zeit braucht, bis Landwirtschaft, Industrie und Unternehmen wieder brummen, dann werden wir harte Zeiten vor uns haben, mindestens 18 bis 24 Monaten wahrscheinlich. Für viele Nationen ist es ein Fragezeichen, ob sie über einen längeren Zeitraum hinauskommen können. Es gibt viele Dinge, die wieder aufgebaut werden müssen, was uns zurückwirft. Ich weiß nicht, wie lange. Die Herausforderungen sind da. Ich hoffe, dass wir als menschliche Wesen weitaus widerstandskräftiger werden als das Virus und mit Elan zurückkehren, dass wir mit großem Enthusiasmus und großer Kraft zurückkehren, denn
Wir sind die Nummer eins auf der evolutionären Skala der Dinge auf diesem Planeten. Das ist die Zeit, es zu beweisen, wie bewusst, mit wie viel Intelligenz und Widerstandskraft wir zurückkommen können. Ich glaube, dies ist in vielerlei Hinsicht ein Test dafür, wer wir sind. Es ist eine Art kriegsländliche Situation, aber niemand schießt auf uns. Das ist die Gnade. Zumindest bombardiert niemand unsere Häuser. Niemand brennt uns dort aus, wo wir leben. Wenn wir bewusst und vorsichtig sind, leben wir. Wenn du ein wenig arrogant bist, hat das seinen Preis. Diese Frage kommt von Ramadevi Garu. Namaskaram Sadhguru. Du hast in deinen Vorträgen oft über die Wissenschaft der Göttermacherei gesprochen. Ich fand das wirklich sehr faszinierend, habe aber nie verstanden, was du damit meinst. Könntest du das näher erläutern? Ramadevi Garu. Offensichtlich eine Telugu-sprechende Dame. Sie hat einen tiefen Wunsch, mich in Schwierigkeiten zu bringen. Weil Gott explosives Material ist. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, werden normal gewöhnlich von denen getötet, die sich für die Soldaten Gottes halten. Wenn Gott allmächtig ist und die Macht hat, diese grenzenlose Schöpfung zu erschaffen, dann glaube ich nicht, dass er dich als Soldat anheuern würde. Ein mickriges Ding bist du. Nun, du kannst einem anderen Menschen oder natürlich auch anderen Tieren, Pflanzen, Bäumen Schaden zufügen. Wenn du hier auf diesem winzig kleinen Planeten stehst, auflebst und Angst hast und sogar deine verdammte Atombombe wirfst, im Kosmos passiert nichts. Du bist zu mickrig. Ja, das bist du. Also, ich glaube nicht, dass der Schöpfer dich als Soldat anstellen würde. Also, lasst uns Ramadevi Garus Wunsch ansehen. Bitte sei mutig und sieh dir das sehr grundlegend an. Sagen wir, bevor die Menschen auf diesem Planeten kamen, nun, viele dumme Leute glauben, dass die Welt erst mit dem Menschen begann. Nun, heute weiß sogar ein Schulkind, dass das nicht der Fall ist. Die Welt, die Lebewesen, die Pflanzen, die Bäume und die Kakerlaken, sie waren längst vor dir hier, eine Milliarde Jahre vor dir, als es keine Menschen gab. Glaubst du, dass es Gott auf dem Planeten Erde gab? Selbst jetzt, wenn wir alle, die ganze Menschheit, wenn wir 2 Stunden lang schlafen gehen, alle, denkst du, dass es irgendwo Gott gibt? Er ist ein Produkt des menschlichen Geistes. Gott, wie wir ihn kennen, will ich damit sagen. Offensichtlich haben du und ich diesen Kosmos nicht erschaffen, das wissen wir.
aber diese Idee, dass da oben ein großer Mann sitzt und alles tut, ist das Produkt eines kindischen Verstandes. Es ist ein Mann. Ich möchte, dass die Frauen das wissen. Mahamadevi Garu, ich möchte, dass du daran denkst, es ist ein Mann. Glücklicherweise in dieser Kultur, weil wir bewusst sind, sind wir es, die die Götter machen. Die Gleichstellung für wegen erfanden wir Gott. Wir haben männliche und weibliche Götter erschaffen. Überall sonst, wo man glaubt, Gott sei wirklich da oben und er schaffe einen, gibt es nur einen männlichen Gott. Das musst du verstehen. Also in diesem Land beherrschen wir also die Technologie des Gottmachens. Was bedeutet das? Zunächst einmal ist dies eine Kultur, die keine Vorstellung hat von dem Gott. Es gibt nicht den Gott. All die Menschen, die du anbetest, sind Ikonen der Vergangenheit. Du nimmst Shiva, Rama, Krishna, wen auch immer, einen Buddha, wen auch immer. Das sind alles Menschen, die auf diesem Land einmal herumgelaufen sind, haben das ganze Drama des Lebens durchlebt. Sorgen und Nöte, mehr als du. Aber weil sie zu solchen Ikonen wurden, schauten wir zu ihnen auf als Inspiration. Um besser zu leben, was unter den Menschen ganz natürlich ist, zu etwas aufschauen, das dich aufwertet. Etwas ist besser als du selbst. Du schaust dazu zu ihm auf, damit du dich verbessern kannst, dass dieser Wunsch ist in Ordnung. Aber Dinge zu erfinden und dann zu glauben, dass das es ist, das ist eine Tragödie der Menschheit. Denn im Wesentlichen entsteht das aus einem grundlegenden Grad der Unehrlichkeit, dass du nicht bereit bist zu sehen, was immer du nicht weißt, weißt du, wie ich, weiß ich nicht. Mangel an Demut und Ehrlichkeit, alles, was du nicht weißt, glaubst du. In dem Moment, wo du sagst, ich glaube, müssen wir vorsichtig sein, denn das, was du glaubst, ist heiliger als die Wirklichkeit selbst. Was du glaubst, ist wichtiger als die Existenz selbst. Was du glaubst, ist wichtiger als die Erscheinungen des Lebens um dich herum. Denn es ist dein Glaube. Dein Glaube ist also noch größer als die Schöpfung und der Schöpfer selbst natürlich. Nein, lass mich den Begriff verändern. Wenn ich sage Schöpfer selbst, schau, auch du, Sakuru, glaubst. Nun, Sprache ist im Ausdruck begrenzt. Wir können sagen, die Quelle der Schöpfung. Quelle ist auch das falsche Wort, weil man meinen könnte, es wäre an einer Stelle. Aber es ist eine Tatsache, dass du oder ich diese Existenz nicht geschaffen haben. Sie war hier, bevor du und ich kamen. Gib mir nicht die Schuld dafür, ich habe das nicht getan. Nun, nachdem das gesagt ist, was ist der Zweck des Gottmachens? Zunächst einmal hat das Wort Gott, der Gott in diesem Land, nie existiert. Wir schauen nur darauf, wie wir die Dinge zum Funktionieren bringen können. Denn in dieser Kultur hat man dir immer gesagt, dein Leben ist dein Karma. Karma bedeutet dein Handeln. Wenn ich sage, das ist mein Karma, dann bedeutet das ist mein Handeln. Mein Leben ist mein Karma,
bedeutet, mein Leben ist meine Handlung. Es ist schön, es ist meine Handlung. Es ist hässlich, es ist meine Handlung. Ich bin fröhlich, es ist meine Handlung. Ich bin unglücklich, das ist meine Handlung. Dies zu verstehen, dass die Art und Weise, wie du dein Leben gerade jetzt erlebst, ganz und gar deine Handlung ist. Nun, die Leute sind in diesem Modus geraten. Jemand ist reich, jemand ist arm. Warum ist das so? Ist das meine Handlung? Er wurde in eine reiche Familie geworden, ich in einer armen. Schau dir dieses Reich, Arm, all dieser Unsinn gibt es nur, weil du dich mit jemandem vergleichst. Wenn du hier sitzt, ist deine Lebenserfahrung ganz und gar dein Verdienst. Deine Handlung. Bei der physischen Anordnung der Dinge geht es um die Zeiten, in denen wir leben, um die geografischen Orte, in denen wir geboren sind. Das ist nicht wichtig. Selbst ein Höhlenmensch, der wahrscheinlich immer in seinem eigenen Ausgangssperre hatte, soziale Distanzierung, weil niemand in der Nähe war, er kannte auch die gleiche Art von Freude und Elend, wie du sie kennst. Nicht, weil die Börse nach oben ging oder die Börse nach unten ging. Heute hat er eine gute, erfolgreiche Jagd, er ist zu. Morgen ist er auf der Suche, er hat nichts gefunden, er ist gestresst und unglücklich. In Bezug auf die Erfahrung des menschlichen Lebens hat sich nichts geändert. Der einzelne Mensch ist entweder freudig oder unglücklich, angenehm oder unangenehm. Da uns die subjektive Dimension des Lebens weitaus wichtiger ist als die physische Anordnung des Lebens um uns herum, haben wir die Lebensqualität weitgehend als subjektive Dimension beschrieben, weil deine Lebenserfahrung die Qualität deines Lebens ist. In was für einem Zuhause du lebst, was für eine Kleidung du trägst, wie viel Geld du auf der Bank hast, all das kontrolliert der Virus nicht. Hallo? Wenn es dich erwischt, kannst du nicht mehr atmen. Oh, er hat viel Geld, lassen wir ihn in Ruhe. Keine solche Ausnahmen. Denn das ist die Natur des Lebens. Das ist also, wie wir es anschauen. Es spielt keine Rolle, welche äußerlichen Vorkehrungen du hast, wie fröhlich du bist, wie unglücklich du bist, wie angenehm deine Lebenserfahrung ist, wie unangenehm sie ist. Das ist dein Karma. Da wir das wissen, begannen wir Werkzeuge zu entwickeln, mit denen wir unsere Lebenserfahrung verbessern können. Denn wir verstanden, dass dieser Körper als solcher ein Mechanismus ist. Dieser menschliche Mechanismus, den wir verstanden, wir, dass es ein besserer Mechanismus ist als der einer Kakerlake, ein besserer Mechanismus als der eines Hundes, ein besserer Mechanismus als sogar der eines Tigers, obwohl sich viele Menschen gerne Tiger oder was auch immer nennen wollen. Es ist ein evolutionärer Rückschritt. Schau, niemand schaut sich selbst, nennt sich selbst einen Affen, aber die Menschen gehen weiter zurück und sagen, ich bin eine Kobra, ich bin ein Tiger. It's okay, it's their choice. Es ist okay, es ist ihre Entscheidung. Ich habe keine individuelle Wahl, ich habe kein Problem damit, aber es ist ein evolutionärer Rückschritt. Weil wir erkannten, dass dies ein überlegenerer Mechanismus ist oder ein fortgeschrittenerer Mechanismus ist, dies ist fähig, mehr Dinge kann, als wir uns. Es wurde uns bewusst, dass wir viel mehr solche Mechanismen schaffen können. Nehmen wir an, du wärst wie dieser Baum gemacht. Ich sage das nicht, weil es ein fetter Baum ist, nicht deswegen. Selbst wenn du wie dieser Baum wärst, hättest du dir ein Fahrrad ausgedacht? Das Fahrrad ist ein Mechanismus, der dir in den Sinn kam. Einfach, weil du bist bereits mobil. Du willst dich schneller bewegen, also rennst du. Aber es ist immer noch nicht gut genug. Du willst noch schneller sein. Also dachtest du an ein Fahrrad. Wenn du wie ein Baum gemacht wärst, wie intelligent du auch sein magst, du hättest nicht an ein Fahrrad gedacht, weil es für dich keine Bedeutung hat.
Weil du mobil bist, willst du schneller gehen, daher hast du dir einen Mechanismus ausgedacht. Ein Mechanismus wird als eine Maschine bezeichnet, als eine Yantra. Also begannen wir, Yantras verschiedener Art zu kreieren. Nun in der physischen Welt ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Auto, ein Flugzeug, jetzt Raumschiffe, die woanders hinfliegen, all dieses Zeug. Aber das sind die in der äußeren Welt. In den subjektiven Dimensionen begannen wir, Instrumente oder Maschinen oder Yantras zu erschaffen. Nun, im nördlichen Teil des Landes ist dies wahrscheinlich weitgehend verloren gegangen, außer vielleicht in ein paar wenigen Orten. Denn das, was du als nördliche Ebenen siehst, hat keinen einzigen antiken Tempel mehr. All diese Dinge wurden bei den Invasionen dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben nur kleine, behelfsmäßige Tempel aufgestellt und kommen damit zurecht. Nur in den Gebirgszügen des Himalayas oder tief im Osten, wo keine Invasionen stattfanden, findet man antike Tempel wie Kamakhya oder Uttarkashi oder Guptkashi. Das sind antike Tempel, wo keine Invasionen stattfanden. Aber der Rest der Ganges-Ebene, der Punjab, Gujarat, all diese Orte wurden völlig ausgelöscht. Nur in Südindien sieht man wirklich antike Tempel und im Osten wie Puri und ein paar andere Orte. Wo immer es noch antike Tempel gibt, die noch am Leben sind, wirst du sehen, beziehen wir uns auf die Gottheit. Oder heute, wegen der englischen Sprache, fingen wir an, den Gott Yantra zu nennen. Der Gebrauch dieses Wortes ist in Südindien immer noch sehr verbreitet. Wir bezeichnen die Gottheit als Yantra. Das bedeutet, dass wir die Gottheit als eine Maschine bezeichnen. Wir nennen sie eine Maschine. Denn diese Maschine ist nur eine komplexe Anordnung von Formen. Eine Form ist ein Yantra. Die Grundform wurde immer als Dreieck gesehen. Daraus schufen wir viele komplexe Formen. Und wir brachten sie zu unserem Nutzen zum Funktionieren. Nun, es gibt viele, viele Dimensionen, die schwer zu erforschen sind, wenn man die Uhr hat, die tickt, die Zeit läuft. Aber um es in den richtigen Kontext zu stellen, es sind Dimensionen, mit denen man eine neue Möglichkeit, ein neues Fenster in die Schöpfung öffnen kann. Du erfindest nichts. Du verbesserst nur deine Werkzeuge für Wahrnehmung, damit du Dimensionen erleben und wahrnehmen kannst, die du sonst nicht erfahren hättest. Wie du heute mit deinem Teleskop in der Lage bist, etwas zu sehen, das du mit bloßem Auge nicht sehen würdest. Nun, wie wissen wir überhaupt, dass ein Virus existiert? Durch ein Mikroskop. Wir sind in der Lage, etwas zu sehen, das wir sonst mit bloßem Auge nicht sehen könnten. Vor 100, 200 Jahren, wenn das Virus auftreten würde, würden die meisten Menschen in vielen Teilen der Welt glauben, es wäre Gottes Wille. Gott wird zornig auf uns und würde uns auf diese Weise töten. Das ist es, was sie gedacht hätten. Das ist, was sie dachten. Heute, weil unsere Wahrnehmung durch Maschinen, die wir geschaffen haben, verbessert ist, wissen wir, dass es eine besondere Art von Virus ist, welche Natur es hat, wie bunt es ist, weißt du, überall auf den Fernsehkanälen, überall schwebt das Virus herum. Wir kennen seine Form, Gestalt, Farbe, alles. In ähnlicher Weise haben wir in subjektiven Dimensionen diese Möglichkeit eröffnet, die auf viele verschiedene Arten sehr kraftvoll genutzt werden kann. Auf diese Weise sind die Gottheiten entstanden. In diesem Zusammenhang, sagte ich, kennen wir die Technologie des Göttermachens. Nun, wir haben Bhairavi, wir haben Dhyanalinga. Frag die Menschen, welche Erfahrungen sie mit der Devi und Dhyanalinga machen. Für viele Menschen geht es um mehr als ihr Leben, denn es hat ihnen in Dimensionen eröffnet, die sie im Leben für nie für möglich gehalten hätten. Nun, es wird Menschen geben, die sagen, oh, was hat es ihnen eröffnet? Wie willst du das wissen? Wie willst du es wissen?
Wenn ich durch das Teleskop schaue und sage, ich sehe das, 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 dann sage ich, nein, 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 alles, was du siehst, ist, dass du ein langes Metallrohr hast und uns zum Narren hältst. Bis du nicht selbst dein Auge daran hältst, weißt du es nicht. Hier ist es nicht dein Auge, du musst dein Herz hineintun, sonst weißt du es nicht. Nun, jedenfalls, denn das braucht alles, was du siehst, alles, was du heute erkennst, braucht eine Authentifizierung vom Westen. Du hast also Ramanujam versehentlich passiert. Ramanujam, der überfloss vor Mathematik. Die Leute konnten nicht glauben, woher das kommt. Denn das, was er vor über 100 Jahren sagte, versuchen die Menschen immer noch zu entschlüsseln. Er gab sogar ein Konzept für die Realität oder der schwarzen Löcher, eine Art mathematisches Gerüst geschaffen, als es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch kein Konzept der schwarzen Löcher gab. Lieferte er die Mathematik. Er überfloss einfach vor Mathematik. Die Leute fragten, woher kommt das? Er sagte, meinem Devi blutet Mathematik. Er nutzte seine Devi, um die mathematische Dimension zu öffnen. Wenn du das nicht weißt, in dieser Kultur haben wir für jeden Aspekt des Lebens eine bestimmte Gottheit. Für alles. Denn die Idee war, einen Zugang zu finden, ein Werkzeug zu schaffen, ein Fenster oder einen Mechanismus zu schaffen, durch den man den Zugang zu dieser Dimension des Lebens erhalten konnte. Dies ist also eine Kultur, in der wir nicht nur an eines glaubten, wir glaubten nur an die menschlichen Einfallsreichtum, viele Möglichkeiten zu schaffen. Es gibt kein Aufschauen und Sagen, lieber Gott, rette mich, beschütze mich. Das ist ein Phänomen der jüngeren Zeit, weil alle anderen behaupten, unser Gott kümmert sich um uns. Weißt du, wir mussten auch etwas erfinden. Ansonsten wurde dir immer gesagt, das ist dein Karma. Entweder du machst das wundervoll oder du machst das jämmerlich. Es liegt an dir. Es gibt niemanden, der sich da einmischt. Es ist dein Karma. Niemand, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht dein Gott, nicht deine Engel, niemand kann dir etwas antun. Du kannst alles für dein Wohlbefinden einsetzen, um Wohlbefinden zu erschaffen, aber im Wesentlichen ist es dein Karma. Deine Eltern sind eine Zutat, deine Kinder sind vielleicht eine weitere Zutat, dein Ehepartner ist vielleicht noch eine weitere Zutat. Dein Tempel, dein Gebet, dein Mantra, dein Yoga sind verschiedene Bestandteile des Lebens. Du kannst dies nutzen, um daraus ein wunderbares Stück Leben zu machen, oder du kannst dies verwenden, um es da ein elendes Stück Leben zu machen. Basierend darauf ist die Wissenschaft des Gottmachens, die Technologie des Gottmachens. Aber wegen der heutigen lächerlichen Ebenen der Logik, wenn ich sage lächerliche Ebene der Logik, sage, die rudimentäre kindergartenmäßige Ebene der Logik wird auf alles ausgedehnt. Dies wird nicht von den Wissenschaftlern gemacht. Dies wird von einer ganzen Reihe von Idioten praktiziert, die sich für Wissenschaftler halten. Alles, was sie gelesen haben, ist wahrscheinlich ein Hochschullehrbuch über Wissenschaft. Darüber hinaus haben sie nichts gesehen. Aber sie werden alles verneinen, weil sie so einen groben Sinn für Logik haben. Mit all deiner Logik weißt du immer noch nicht, woraus du gemacht bist, was die Natur deiner Existenz ist. Wovon redest du? Weil du alles siehst, alles hörst, alles riechst, schmecken kannst, genau so, wie dieser Mechanismus gemacht ist. Die Papageien sehen die Welt nicht so, wie du sie siehst. Die Hunde sehen die Welt nicht so, wie du sie siehst. Sie hören nicht einmal so, wie du sie hörst. Genau hier gibt es so viele Geschöpfe, die die Welt total anders erleben. Also gerade jetzt ist deine ganze, ich spreche nicht von der wissenschaftlichen Gemeinschaft, von diesen einfältigen
Wissenschaftler, die sich überall in den sozialen Medien tummeln, sie verstehen nicht, ihre Vorstellung von Wissenschaft basiert auf der Grundidee, dass alles auf den Menschen ausgerichtet ist. Diese Schöpfung ist nicht menschenzentriert. Sowohl diese WhatsApp-Forscher als auch die Religion, die religiösen Menschen, glauben, dass die Schöpfung den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sie ist nicht auf den Menschen zentriert. Wenn dieses ganze Sonnensystem morgen verdammt, wird in der Schöpfung alles gut gehen. Also mach kein großes Aufheben um das Virus, bleib einfach am Leben, bleib gesund, bleib am Leben. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kala, Kala, Kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadev.